diesem parallelen Viereck ist die Seite A 12 cm lang, die Höhe auf A 6 cm lang und die Seite B 7 cm lang. Dazu mache ich kurz eine Skizze. A, B, C und D und zeichne das Gegebene ein. Also Seite A, Höhe auf A und die Seite B. Ich beginne mit der Seite A, die 12 cm lang ist. Und konstruiere darauf die Höhe auf A trage die 6 cm ab, konstruiere parallel zur Seite A den Höhenstreifen hier. Irgendwo hier drauf ist die Seite C. Seite C finde ich mit dem Zirkel, indem ich 7 cm in den Zirkel nehme und von B aus abtrage. Das gibt mir zwei Schnittpunkte, nämlich hier einen rechts und einen links. Die erste Lösung sieht also so aus, dass hier C1 ist. Von hier kann ich wieder 12 cm abtragen und dann erhalte ich hier drüben den Punkt D1, den ich mit A verbinden kann. Als nächstes zeichne ich in einer anderen Farbe noch die zweite Lösung ein. Das hier ist C2 und ebenfalls 12 cm davon weg. Hier drüben ist D2. Wir können hier nun auch noch die Fläche dieser beiden gleich großen parallelen Vierecke berechnen. A ist ja gleich A mal HA ist gleich 12 cm mal 6 cm gibt 72 Quadratzentimeter.